Hi, ich bin die Elke. Ich zeige euch heute eine Übung, die Aura aktiviert und gleichzeitig auch die Aura reinigt. Die Aura wird das Energiefeld auch genannt oder man sagt auch das achte Chakra. Ihr müsst euch die Aura vorstellen, die umgibt den ganzen physischen Körper wie eine Hülle. So könnt ihr euch vorstellen, dass euer physischer Körper wie in einer Seifenblase gebettet ist. Und es gibt also zum Beispiel Menschen, die merken in Anwesenheit von Menschen, wo zum Beispiel jetzt die Aura, sage ich jetzt mal, nicht so gereinigt ist. Ja, das kann zum Beispiel passieren. Also Menschen, die zum Beispiel Drogen nehmen, ja, oder Menschen, die sehr viel Alkohol trinken oder vielleicht auch sehr viel Zigaretten rauchen. Ja, mit der Zeit kann man da feststellen, man kann nämlich auch das Energiefeld, kann man auch anhand von, es gibt so wissenschaftliche Methoden, wo man das Energiefeld dann auch in Form von Farben darstellen kann, sieht man dann eindeutig auch Löcher oder auch wirklich Risse in diesem Energiefeld. Ja? Und das kann eben bei solchen Menschen sein, die eben solche Gifte also zu sich nehmen. Und die Übung, die ich euch jetzt zeige, das ist eine Möglichkeit, um eben das Energiefeld zu aktivieren und das Energiefeld zu reinigen. Und gleichzeitig ist es aber auch ein Schutz, wenn man zum Beispiel mit solchen Menschen vielleicht auch zusammenarbeitet. Ja, es gibt ja genügend Berufsgruppen, wie zum Beispiel auch Krankenschwestern, die mit kranken Menschen zusammenarbeiten oder halt wirklich auch mit Menschen, die einfach wenig Energie haben, Sozialarbeiter, ja. Und für die ist wirklich diese Energieübung sehr gut, sodass sie sich selbst wieder mit positiver Energie aufladen, ihr eigenes Energiefeld, die Aura reinigen und gleichzeitig ist es natürlich auch ein Schutz, ja. Okay, ich zeige euch jetzt diese Übung und ihr könnt gleich mitmachen. Für diese Übung stellt ihr euch mindestens eine Beinlänge breit auf die Matte. Ihr könnt das einfach mal so per Augenmaß abmessen, sodass die Fußgelenke unter den Handgelenken gut positioniert sind. Die Füße können nach vorn zeigen, aber auch nach außen. Knie sind leicht gebeugt. Okay, ihr atmet so tief wie ihr könnt mit beiden Armen ein, in die volle Lunge. Jetzt haltet ihr den Atem an, dabei werden die Daumen überkreuzt, Zeigefinger zeigen nach oben. Und während ihr den Atem anhaltet, neigt ihr den Oberkörper so weit wie es geht zur rechten Seite, dann so weit wie es geht zur linken Seite, nochmal zur rechten Seite, nochmal zur linken Seite. Und dann langsam, wenn ihr ausatmet, bringt ihr beide Arme über die Seite nach unten und macht das ganz langsam. Und stellt euch dabei vor, wie ihr wirklich die Energie gleichmäßig um euer Energiefeld herum verteilt. Wir machen das ein paar Mal. Tief einatmen, in die volle Lunge, Finger verschränken, während dem Atem anhalten, die Energie zur rechten Seite verteilen. Energie zur linken Seite verteilen. Ihr könnt euch dabei auch vorstellen, wie die Energie ausstrahlen lässt, ja? Wie eine Sonne. Euer Körper ist der Mittelpunkt der Sonne und ihr lasst von dort aus die Energie in alle Richtungen ausstrahlen. Von vorn tief einatmen, ihr könnt das auch mit Mulawanda machen, den Beckenboden anspannen, um sich noch mehr zu erden, über die Füße und Mulawanda und dann die Energie zur rechten Seite, zur linken Seite, zur rechten Seite, zur linken Seite. Wenn du den Atem noch länger anhalten kannst, kannst du vielleicht noch eine Runde machen. Rechts, links und dann wieder ausatmen, die Bandas lösen und ganz langsam die Arme über die Seite nach unten bringen. Noch zweimal atme tief ein mit Mulawanda, Beckenboden anspannen, Atem anhalten. Jetzt die Arme, die Energie zur rechten Seite verteilen, zur linken Seite verteilen, nochmal nach rechts, nochmal nach links und dann wieder langsam ausatmen und beide Arme über die Seite und sich wieder vorstellen, wie die Energie gleichmäßig im Energiefeld verteilt wird. Ein letztes Mal, tief einatmen, nach rechts, nach links. Ist auch eine wunderbare Übung, um die Flanken zu dehnen, auch hier wieder die inneren Organe zu aktivieren. Leber, Milz, Bauchspeicheldrüse, alle Entgiftungsorgane. Und ausatmen, wieder die Arme nach unten senken. Und dann bringe die Füße wieder etwas zusammen, schließe noch einmal die Augen. Und jetzt bleibe, das ist besonders wichtig bei dieser Übung,
noch wirklich ganz ruhig stehen. Und dann nimm jetzt deinen ganzen Körper wahr, wie du in dieser Aura, also in deinem Energiefeld, diesen Schutz sozusagen erhältst. Ja? Du kannst dir vorstellen, wie wenn von außen dich jemand anstupsen möchte. Das geht aber nicht, weil du ganz gefestigt bist. Ja? Und diese Seifenblase ist vielleicht wie ein Glaskasten von außen. Und spür so dich voller Kraft, voller Energie, vollen Mutes, sodass du zukünftig deine Aufgaben mit mehr Enthusiasmus, mit mehr Begeisterung, mit mehr Hingabe und mit mehr Liebe meistern kannst. Ich wünsche dir dazu alles Gute, probiert es aus, bis dann, eure Ecke. Ciao, Namaste.